Na, ihr jungen Leute, guten Tag. Englisch oder wie jetzt? Und jetzt bist du sauer oder wie? Ah, nee. Ich war gestern sauer. Er hat gestern zu mir gesagt, wir machen heute was, also gestern. Wie kann man Ihnen helfen? Ja, eigentlich mir gar nicht. Ich wollte euch helfen, dass wenn hier Leute mal so gestrandet sind, dass ich die euch dann abnehme. Als Taxifahrer. Okay. Aber momentan ist hier wenig los, ne? Ich war im Würfelpark, total tote Hose. Wir müssen Ja, zwei das Runden ist machen, Ivy, weißt du, dauert ne? noch. Was meinst du, Berger? Ja. Ich Du bist so lösche jedenfalls die leise, ganzen Alter. Desserts aus. Sie sind alle. Ja, ich Kaffee denke macht gerade an Himmel Essen. schön und gerade. Ja. Was Wir hast du müssen gesagt? zwei Runden Mein machen. Gott. Zwei Durchgänge, weil wir drei Anwärter haben. Ja, er hat mir gerade geschrieben. 20 Uhr geht klar. Ja, richtig. Ich wollte mal nachfragen. Ich habe das auch bei Twitter gesehen. Wer macht hier den Pimmel gerade? Wisst ihr das irgendwie? Wer Das das kann? Wer Kaffee. der. Bei euch da Das. oben? Ich habe gerade Nee, was ganz das ist Komisches da oben verstanden. beim Eigentlich. Hat er auch Also, gesagt. Ach beim so. Kiez da gegenüber, ne? Das steht. Hast du, Papsi, Ja, du hast doch genau. die Werbung von Gary gelesen. Hast du die nicht von Anfang an gelesen? Hä? Nee, ich habe nur Pimmel ganz kurz gelesen. Nee, ich Und meine Papsi, weil Kaffee. sie jetzt nicht wusste, worum Ach es geht. so. Ach so. Du musst den Twitter-Beitrag vom Anfang an lesen. Ja, wenn Ja, jemand warte, ich Ed habe einen Kaffee Spruch. macht Pimmel schön und gerade. Ach so, okay. Siehst du, jetzt weißt du auch, wovon der Herr hier spricht. Ich Ja. war gerade ein bisschen verwirrt. War Nicht nur ich du. auch. Aber wenn das eine Dienstleistung ist, dann wollte ich sie in Kauf nehmen, in Anspruch nehmen. Dann Ach musst du mal so. zu Gary fahren und mal Langsamer mit fragen. Kaffee. Könnte ich eigentlich auch mal hin. Dann ist Da das ein biegt sich Buch so von nach dir unten. oben, weißt du? Wenn ich da am Ackern bin, sehe ich immer, wie sich der Bauchnabel von den Damen immer so hebt. Macht er nur gerade oder spitzt er auch an? Oh Mann, ey. Muss ich ihn Wo fragen? bleiben eigentlich die T-Switches? Ja, keine Ja, Ahnung. Die waren einfach. heute Morgen alle da. Nee, ist gerade auch. Papsi, machst du das? Aber es war eben Was? viel wegen dem Mampf. Anspitzen. War es dein? Tja, ohne Mampf kein Kampf, ne? Okay machen? Okay, cool. Hallo, Ja, ich ich habe nehme eben ich. gekotzt, ich habe da gesehen. Ich gehe mal los zu dem Gary, ich erkundige mich mal. Tschüss erstmal, Ja, ne? dann viel hatte Spaß. Spaß Ja, noch. ja, Also mal, ja, ne? ja, ob das ein Spaß wird, weiß ich noch nicht. Tschüss. Tschüss. Ja. So, jetzt will ich mal nachfragen, den Gary. Der hat bestimmt schon auf mich gewartet. Ah, guck dir mal, da ist schon so ein Matschauge. Das kann doch wohl nicht angehen. Wer fällt denn da runter? Oh, hallo. Die fallen alle hier runter. Gibt's doch wohl Ich nicht. hab nur einen Griff mit dir. So, hallo Gary, wo ist er? Aha. So cool, das wird mir so Ego. Hallöchen, ich wünsche euch einen guten Oh Abend. nein, ja, okay, dann drehe ich da ganz oft dran, damit das wieder geht. Okay. Wunderbar. Ja, hallo der Herr, kann man Ihnen helfen? Hallo Gary, mein Lieber. Na, So, Ah, schauen wir da mal ja, die kurz Stimme drüber. erkennen. Ich habe das Aussehen, das ist unterschiedlich. Nee, ich bin doch heute Taxifahrer. Ich bin immer so in meinem Dress. Ne? Was soll das? Du, Sehe ich aber gar Gary. nicht, weil ich immer nur auf die Straße gucke, weil ich so viel Angst habe. Bin ich verstanden. Du, Gary, hast du dieses nette Anzeigending da bei Twitter gemacht mit dem Pimmel? Mit dem Pimmel. Ja, Was? Kaffee Ich hab macht Pimmel Pimmel schön. gehört. Was? Ja. Du, dann hast du doch schon auf mich gewartet, ne? So ein älterer Herr mit Pimmel schön machen. Ich wollte mich mal Ui. erkundigen, was das für eine Dienstleistung ist, die du anbietest. Ja, das kann ich dir gleich mal im Genaueren erklären. Wir müssen nur kurz die Reparatur der Kaffeemaschine fertig abschließen. Also, ich kann den Achso. Tipp Nummer 1 geben für einen schönen Pimmel. Okay, dann halt Kaffeestopp, so. Rektaleinfluss. Die Stimme kann Einlauf. ich auch. Was soll ich machen? Kaffee schwarz. Kalt bitte, rektal einführen.
Das geht bei mir nicht, weil ich doch mal, das wisst ihr doch, ich habe doch meinen dicken Plack drinne mit der Latexhose. Ach so. Der ist doch schon die 4 Monate da drin, dafür kann ich nicht mehr reinmachen. Also. Gibt's da vielleicht so einen Adapter? Nee, aber soll ich ein Loch reinbohren, damit du es über den Plack einführen kannst? Ich meine, der ist vom Baumarkt, der weiß, was er tut. Ja, guck, vom Baumarkt. Bist du das, Alex? Ja. Ja, du weißt, wer ich bin, ne? Wir haben uns gestern in der Bundesregierung, glaube ich, getroffen. Nee, da war ich nicht. Aber du hast mir doch dein Motorrad verkauft. Ah, ja, stimmt. Der Richter oder irgendwie genau, sowas. Genau, der Richter damals. Ja, der Richter. Ja, und jetzt als Taxifahrer oder was? Ja, viel besser. Kann ich mich unterhalten, rumfahren ein bisschen, keine Gesetze mehr. Oh, nicht mehr so steifen Kram. Entspannter sagst du, ne? Ja. Du, aber hier mit dem Loch da drin, es hört sich gut an. Aber weißt du, was noch interessanter ist? Der Arzt beim Krankenhaus, der hat gesagt, man sollte sich einen transparenten Plug einsetzen. Ja, das kann man mittlerweile mit einem 3D-Drucker machen. Davon habe ich gelesen. Dann kann man nämlich eine kleine, wie hat er das gesagt, eine Höhlenforschung oder so machen. Aus mit einer Taschenlampe. Ja, ich mach das mit dem Spiegel. Das wirkt dann wie so ein Prisma, dass sich das Licht da drin ausbreitet. Das weiß ich nicht. Das geht viel einfacher. Ihr müsst ein Spekulum nehmen, weißt du? Was die Frauen jetzt bei den Frauen benutzen. Kann man schön ausspreizen, das Ding, weißt du? Ich dachte, wir sind schon viel weiter. Es gibt doch schon diese Tablettenkameras, die man schlucken kann, die ein komplettes Weltreisebild durch deinen Körper machen. Okay. Und davon habe ich noch nie was gehört. Aber das ist das für auch zum ersten Mal. Das dauert immer ein paar Jährchen, bis das hier in Dortmund ankommt. Wir sind hier nicht so weit fortgeschritten. Ja. Okay, die Medizin ist ja auch immer unterfundiert. Alex, mach mal die Kaffeemaschine weiter. Ja. Damit ich die Dienstleistung mal erklärt bekomme nachher. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich nicht, dass das aber mitversteht. Das ist ein lange und das ist eine lange haltende Prozedur. Hast du noch so viel Zeit? Och, dann stempel ich mich aus. Dann stelle ich mein Auto weg, mein Taxi, gebe das einem anderen und komme wieder her. Also ja, das kannst du halt nebenbei machen, weil. Weil wenn du halt immer wirklich sehr, sehr, sehr viel schwarzen Kaffee trinkst, dann erhöht es deinen Blutdruck und das betont die Venen. Überall. Und das macht's schön, weil dann sieht der Pralle aus. Ach, jetzt verstehe ich. Das ist keine Massage. Das ist wie Push-Up-BH. Push-Up-BH nur mit nur trinken. So läuft das. Jojo, auch hier. Hallo, ich bin der Gary. Hallo, ich bin der Joe. Hallo, ich habe dich vorhin angerufen, hast du geschlafen? Ja, was wolltest du denn? Ja, das, was jetzt dein Kollege macht. Das ist gerade gar nichts. Joe, versuch mal. Okay, ich guck mal. Ja, Moment, ich muss mal kurz gucken. Oh nein, ich muss erstmal Kaffeebohnen von hinten holen. Einen Moment, ich muss einmal durch. Ja, die haben mich natürlich weggegeben. Ja, die vorne sind ja alle verfault, weil das so lange gedauert hatte. Scheiß. Du Leutchen, das war's ja hier, nicht? Also herzlichen Dank, dass ihr noch hier bis zum Ende zugeguckt habt. Ja, und vielleicht schaut ihr ja beim nächsten Mal wieder rein, wenn der Johnchen dir als Taxifahrer unterwegs ist oder vielleicht auch was anderes macht. Aber würde mich freuen, euch hier wiederzusehen oder dass ihr mich wiederseht. Und ja, bleibt am Ball, euer Johnchen. Johnchen D aus Dortmund, der Taxifahrer. Tschüss.